Dank dem gerade erschienenen Title Update 3.0.3 können wir auch als Solospieler in den Genuss einiger vorher Raid-exklusiver Items kommen. Das betrifft sowohl die Ausstattung, also Helme, Westen und so weiter, als auch Waffenteile sowie Ausstattungsfarben und Waffenfarben. In diesem Video zeige ich euch, welche Items das sind, wie sie aussehen, wie ihr sie identifiziert und wie ihr sie erhaltet. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da, damit du nichts davon verpasst. Wenn ihr eure noch nicht freigeschalteten Ausstattungsteile anschaut, werdet ihr einige Symbole auf diesen Teilen bemerken. Der Totenschädel bedeutet, dass dieses Item nur im Raid erhalten werden kann, aber es gibt hier eine kleine Ausnahme, da gehe ich später noch drauf ein. Die Pistole mit dem Plus bedeutet, dass ihr dieses Item ganz einfach bei Maria in Erewhon kaufen könnt. Der Stern bedeutet, dass ihr dieses Item über die Klassenprogression freischalten könnt. Der Punkt bedeutet, dass das Item jetzt über eine der neuen Golem Island Missionen freigeschaltet werden kann. Und die gekreuzten Schrotflinten bedeuten, dass ihr dieses Item über einen Ghost War Einsatz freischaltet. Die neuen Missionen auf Golem Island, die ihr für einige der Items abschließen müsst, findet ihr ganz einfach in der Missionsübersicht bei Jericho. Schauen wir uns die einzelnen Items doch mal im Detail an. Bei den Helmen wäre das der PASGT-Helm, den könnt ihr freischalten, indem ihr den Einsatz Prioritätseliminierung abschließt. Diesen Einsatz findet ihr wie gesagt in der Missionsübersicht bei Jericho. Jede Mission gibt es in jedem Sektor mit demselben Namen. In Sektor 1 bekommt ihr keine Belohnung für die Prioritätseliminierung. In Sektor 2 bekommt ihr die Wolfsmaske und in Sektor 3 bekommt ihr diesen PASGT-Helm. Bei den Westen haben wir die Architektenweste Ingenieur, die ihr erhaltet, wenn ihr den Ingenieur auf Rang 18 levelt. Dann habe ich euch hier noch ein bisschen Insiderwissen versprochen, und zwar bei den Items, die laut dem Icon eigentlich nur über den Raid freigeschaltet werden können, gibt es noch eine etwas undurchsichtige Besonderheit. Hier seht ihr No Man's Land in der Provinz Golem Island erkunden. Wenn wir aber hier schauen, No Man's Land, Golem Island, da gibt es diese Weste nicht. Das heißt, das gibt es wirklich nur im Raid. Aber es gibt sehr wohl Items, die auch in der Welt gefunden werden können. Zum Beispiel, wenn wir uns hier den S&S Bladeframe anschauen, der sollte eigentlich nur im Raid verfügbar sein und dann dort in den Raketensilo-Ruinen liegen. Und wenn wir hier aber schauen, Raketensilo-Ruinen, die sind hier, dann sehen wir hier, gibt es den S&S Bladeframe auch für uns, obwohl wir nicht den Raid spielen. Ob das nur ein Bug ist oder ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Aber mitholen kann nicht schaden. Das gleiche gibt es übrigens auch in gleicher Form bei den Waffenaufsätzen, deshalb werde ich dort dann nicht mehr separat drauf eingehen. Da ich selbst nicht genau weiß, welche Items jetzt wirklich in der Welt gefunden werden können und welche nicht, werde ich diese Items kurz zeigen, aber nichts weiter dazu sagen. So, aber als nächstes haben wir die geschundene Weste Panther, die ihr freischalten könnt, wenn ihr den Panther auf Rang 18 levelt. Das Golem Cape, Feldsanitäter. Wieder auf Rang 18 leveln, aber diesmal den Feldsanitäter. Die Judge-Weste. Das Ganze nochmal für den Sturmsoldaten. Den Kommissarmantel Scharfschütze. Wie der Name schon sagt, Scharfschütze auf Rang 18 leveln, bekommt ihr diesen schicken Mantel. Die Meuchlerweste Echelon. Echelon auf Rang 18 leveln. Für die Pionierweste Pfadfinder den Pfadfinder auf Rang 18 leveln. Dann haben wir hier die Walker-Weste. Dazu müsst ihr den Einsatz Demontage abschließen. Sieht sehr geil aus, finde ich. Was ihr aber vielleicht gesehen habt, wenn ihr genau hingeschaut habt, wir können hier leider bei keiner dieser Westen die Farbe ändern. Und das finde ich echt richtig, richtig schade. Und es ist auch echt vertanes Potenzial. Denn gerade beim Panther, warum ist das Ding so hell? Warum ist das nicht schwarz oder zumindest dunkel? Und dann ist das hier so ein hellbraun bis khaki. Und ja, das ist gerade für den Panther echt doof, finde ich.
Und es ist auch nicht wirklich konsistent, denn bei den Handschuhen, gehen wir direkt weiter zu den Handschuhen, da können manche Farben geändert werden. Wir haben hier einmal die Architektenhandschuhe Ingenieur. Die bekommt ihr, wenn ihr den Ingenieur auf Rang 12 levelt. Die Golem-Handschuhe Feldsanitäter. Entsprechend, wenn ihr den Feldsanitäter auf Level 12 kriegt. Die Judge-Handschuhe Sturmsoldat. Das Ganze nochmal für den Sturmsoldaten. Die Kommissar-Handschuhe für den Scharfschützen. Ich drehe hier mal ein bisschen rum. Sehen eigentlich ganz nice aus. Auch so in der Farbe, wie sie sind. Die Meuchlerhandschuhe für den Echelon. Und das sind die Handschuhe, die ich meinte, mit dem Farbe ändern. Denn bei denen können wir die Farbe ändern. Aber nur bei den Handschuhen für den Echelon. Die Weste können wir nicht ändern. Ist irgendwie ein bisschen inkonsistent. Da haben sie wohl vergessen, den Schalter umzulegen, dass wir hier die Farbe nicht ändern dürfen. Aber ich finde sowieso Schwachsinn, dass wir nicht einfach überall die Farbe ändern dürfen. So, dann haben wir noch die Pionierhandschuhe für den Pfadfinder Level 12. Die Wolf-Fäustlinge für extreme Kälte. Bei denen können wir auch die Farbe ändern. Ich finde aber, die sehen wir ja, das sind weder Fäustlinge, noch sehen die aus, als wären die für extreme Kälte geschaffen. Da sehen die eher so aus, aber auch nicht wirklich wie Fäustlinge. Weiter geht's zu den Hosen. Was haben wir hier? Die Architektenhose Ingenieur. Ich finde, die sieht ziemlich cool aus. Ähnelt aber tatsächlich ein bisschen der normalen Knieschoner Techstrike mit entsprechender Tarnung. Allerdings ist die Tarnung hier wirklich heller. Wenn wir das hier mal schauen und vergleichen. Der ist... Warum gibt es diese Farbe nicht auch für alle anderen? Wahrscheinlich, weil diese Hose dann keine Daseinsberechtigung mehr hätte. Weiter geht's mit der geschundenen Hose für den Panther Level 16. Achso, hier natürlich Ingenieur Level 16. Panther Level 16, geschundene Hose. Die Waden sehen ein bisschen seltsam aus, aber gut. Sieht das wie eine Läuferhose oder so eine Fahrradhose. Die Golemhose Feldsanitäter. Das gleiche. Die ist ja komplett gleich, nur andere Farben. Deshalb dürfen wir bei den Sachen wahrscheinlich auch nicht die Farbe ändern. Die haben ja... Das ist ja echt richtig, richtig lame. Aber gut, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Die Judge-Hose für den Sturmsoldaten auf Level 16. Die Kommissarhose für den Scharfschützen. Die Meuchlerhose für den Echelon. Die auch wieder nur ein Reskin von der Kommissarhose für den Scharfschützen ist. Die Pionierhose Pfadfinder, die abermals ein Reskin ist. Ah, wobei, nee, doch, sieht ein bisschen anders aus. Hat auch andere Knieschoner. Jo, und das war's hier bei den Hosen. Schuhe gab's scheinbar keine Raid-Exklusiven. Also gehen wir weiter zum Zubehör. War immer das, wo wir nicht wissen, ob es wirklich da ist. Bei den Brillen gibt es die Brille Revision Bullet End für den erfolgreichen Abschluss des Einsatzes Goliath-Wache. Bei den Rucksäcken gibt es nur einen, und zwar den Tech Tailor Operator Pack. Kann man hier die Farbe ändern? Ja. Was ich echt ein bisschen blöd finde, also, dass die Rucksäcke so nur so ab der Mitte ein bisschen so hin und her wabbeln. Sieht vor allem bei dem einen Rucksack, sieht es aus, als, ich weiß nicht, der, welcher war das? Hier, bei dem 3-Day Assault Pack. Ich kann den nicht anhaben. Ich habe den bei einem Skin mal angehabt, aber das sieht mir zu sehr nach einem Penis mit wackelnden Hoden aus, wenn ich mit dem da rumlaufe. Ich kann's einfach nicht.
So, bei den Oberteilen haben wir das Architektenoberteil Ingenieur für Ingenieur Level 14. Für Panther Level 14 bekommen wir dieses geschundene Oberteil. Für den Feldsanitäter Level 14 bekommen wir die Golem-Rüstung. Das Judge-Oberteil für den Sturmsoldaten. Das Kommissarhemd für den Scharfschützen Level 14. Das Meuchler-Oberteil für den Echelon, bei dem wir auch wieder die Farbe nicht ändern dürfen. Tatsächlich ist es wirklich nur bei den Echelon-Handschuhen, bei denen wir die Farbe ändern können. Das Pionier-Oberteil für Pfadfinder Level 14. Und ansonsten war es das bei den Oberteilen. Bei den Masken gibt es einige, die wirklich cool aussehen. Wir haben hier die Architektenmaske für den Ingenieur auf Max-Level, auf Level 20. Die geschundene Schädelmaske, ich finde, die sieht wirklich mega aus, für den Panther Level 20. Die Golem-Maske für den Feldsanitäter Level 20. Den Helikopterhelm für den erfolgreichen Abschluss des Einsatzes unterbrochen. Die Judge-Maske für den Sturmsoldaten Level 20. Den Kommissarhelm für den Scharfschützen Level 20, finde ich, sieht auch echt cool aus. Die Meuchler-Maske für den Echelon, ich finde, die sieht ein bisschen seltsam aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Spinne oder so. Oder eine Mücke, weiß nicht. Den Pionierhelm für den Pfadfinder Level 20, den finde ich, weiß nicht, was ich von dem halten soll. Also einerseits sieht er cool aus und andererseits erinnert er mich ein bisschen an Tingle Tangle Bob. Aber an für sich echt cool, denn so haben wir zumindest so halbwegs einen kompletten Ghillie-Suit. Und dann haben wir hier zu guter Letzt noch die Wolfsmaske für den Einsatz Prioritätseliminierung, den ich euch eben schon gezeigt habe. Jetzt wisst ihr zumindest generell, wie ihr an die Items rankommt und wie ihr sie finden könnt. Um die Klassen zu leveln, wählt ihr einfach eure Klasse aus und erfüllt hier jeweils diese Anforderungen. Das könnt ihr im PvE und im PvP machen. Gehen wir direkt weiter zu den Waffenaufsätzen. Bei meinem Sturmgewehr hier gibt es nur eine besondere Freischaltung, beziehungsweise zwei Freischaltungen bei den Unterlaufoptionen, und zwar ist das einmal der taktische vertikale Handgriff. Den könntet ihr eventuell im Camp Salamander finden. Schauen wir uns doch einfach mal gerade an. Und jawohl, im Camp Salamander könnt ihr den taktischen vertikalen Handgriff freischalten. Bleiben wir gerade kurz auf der Karte, denn eines habe ich schon freigeschaltet. Und zwar ist das der belüftete, angewinkelte Handgriff. Zeige ich euch. Das ist dieser hier. Den könnt ihr auch freischalten, ohne den Raid zu spielen. Ihr könnt übrigens auch ein paar Waffen freischalten. Das seht ihr halt nirgends, außer wenn ihr auf der Karte schaut. Denn hier haben wir zum Beispiel im Testgelände die RU 12SG Assault. Beim antiken Hafen haben wir die M4 Shorty. Beim vergessenen Heiligtum die Tawar Assault. Beim Außenposten Red Phoenix die Stoner Compact. Beim Lavadukt die MK17 Shorty. Und mehr habe ich leider von der Karte noch nicht aufgedeckt. Es gibt hier noch ein Gebiet auf jeden Fall, wo was sein könnte. Und hier oben gibt es auch noch etwas, was aussieht wie ein Gebäudekomplex. Es kann natürlich sein, dass für Scharfschützengewehre oder auch Schrotflinten andere Aufsätze noch vorher Raid-exklusiv waren. Aber das kann ich jetzt hier leider nicht sehen und ich will jetzt hier auch nicht alle möglichen Waffenarten durchwechseln, zumal ich im Immersive Mode spiele und das nur am Biwak kann.
Bei den Waffenfarben gibt es auch noch eine Handvoll Farben, die vorher Raid-exklusiv waren. Und zwar Atex ATX für Panther Rang 20, Atex AU für Ingenieur Rang 20, Atex FG für Echelon Rang 20, Atex LE für Pfadfinder Rang 20 und ansonsten nichts. Bei den Ausstattungsfarben gibt es auch noch eine Handvoll Farben. Haben wir hier bei Atex ATX für Panther Rang 12, Atex AU für Feldsanitäter Rang 20, Atex FG für Scharfschütze Rang 20, Atex IX für Sturmsoldat Rang 20 und sonst nichts. Gebt dem Video bitte ein Like, wenn ich euch weiterhelfen konnte, und schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Favorit bei den neuen Items und Farben ist. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.